Das ist auch ganz natürlich, oder? Wenn man angeschossen wird und die Spritze steckt schon drin, dann zählt das. Dann stirbt man nicht. Das weiß man doch aus dem realen Leben. Man stirbt erst, wenn die Spritze wieder draußen ist. Scheiße. Vielleicht sollte ich einfach rein. Das Dings holen und wieder raus. Oh, vielleicht aber nicht hier. Ich stehe etwas un- oder sitz etwas ungünstig. Mach mal ein Feuer. Hier können sie nicht durchschießen. Oh, aber ich glaube, das Feuer kommt hier rein. Jetzt werde ich gut geröstet. Da drüben ist auch noch was zum Explodieren. Mensch, explodiert auch da. Na, endlich. Ja, schwärmt aus, genau ins Feuer. Oh, Scheiße, ich glaube, ich brenne. Oh, fuck. Oh Gott, irgendwas hat mich erwischt. Ich glaube, es war ein Querschläger. Was, nochmal der Yoshi? Wie gibt's denn das? Ach so, ich habe ja geladen. Hoffentlich trägt er mich weiter. Bis nach Hause. Ich will nach Haus. Ich will hier weg. Ich bin ein Star. Ich will keine Bleikugel mehr fressen. Ah. Oh, was macht er denn jetzt? Nein. Ah. Vielleicht sollte er Blutegeln einsetzen. Das wäre doch am... Oh, nicht... Oh. Schau, wo mich der absetzt. Das Rindvieh, das Vollge... Oh. Unmöglich. Das sind schon sehr, sehr viele. Ich muss hier, glaube ich... Jetzt habe ich... Oh, ich habe keinen Schalldämpfer. Ich dachte, ich hätte schwören können. Ich habe ihn eingesteckt. Habe ich aber nicht. Ja, das ist egal. Kann ich gleich mit dir schießen. Ich dachte, ich hätte einen mit Schalldämpfer. Feuer legen Sie nicht selbst. Die schießen wirklich hier durch den Waggon durch. Glaubst du das? So, ich hau mal ab. Schnell. An eine erhöhte Position. So, und jetzt sollen sie kommen, die Rindvieh. Ich warte hier. Kommen sie mir nach, oder? Nicht. Ja. Schau, wie viel Kugeln ich brauche, um einen umzubringen. Es geht sich munitionsmäßig gar nicht aus, wenn die alle kommen. Ich müsste auf die Schrotfinte wechseln. Schade, dass er kein Scharfschützengewehr dabei hatte. Haha, da ist was explodiert. Hey, das war aber nicht ich. Also das war nicht ich. Ja, ja, kommt alle hier im Sack. Ich glaube, der eine versucht es von da hinten jetzt. Siehst du? Komm näher. Nein, nein, nein. Oh Gott, das ist sich außen nicht ausgegangen. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Schlaumeier.
irgendwie ist das nicht sehr hilfreich mit dem Yoship und mit den mit der Idee. Das ganze Konzept ist irgendwie nicht stimmig. Meistens völlig für einen Hugo. Was habe ich noch? Falls alle Strecke reißen. So treffe ich nichts. Ich glaube, Yoshi ist nicht gut drauf. Stirb! Ich treffe wirklich nicht viel mit dem. Ja, ich helfe dir schon. Nee, nicht ihm. Wenn er stirbt, ist er für immer fort. Nee, wirklich. Was macht er denn jetzt? Oh, ein Zäpfchen. Für die Schmerzen. Hey, das ist auch sein Gesicht. Er ist zwar ein Arschgesicht, aber doch nicht so. Was ist jetzt? Ach so, das muss ich nochmal drücken. Wusste ich nicht. Oh, das klang nach einer Operation am offenen Herzen. Ja, jetzt schießt er wieder. Das ist gut. Nur ein schießender Yoship ist was. Ist für mich. Hoffentlich hat es ein paar erwischt. Ich habe überhaupt keine Spritze mehr. Oh Gott, er ist schon wieder ausgezuckt, ja. Nee, er ist schon wieder im Arsch. Es ist schon schwer. Ist er jetzt für immer? Ich glaube, er ist tot. Ne, da schießt er. Wow, der holzt ja alles nieder. Ich dachte, da kommt eine Granate geflogen. Solange er schießt, geht's ihm gut. Er schießt leider sehr schlecht. Das ist das Problem. Oh Gott! Wo? Wo war denn der? Oh Gott, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Es ist zu schwer. Aber die Idee, glaube ich, war die einzig richtige. Schleichen bringt da wirklich nichts. Wow, das war nicht lange. Nee, nicht. Scheiß drauf. Will nicht den Yoshi jetzt schon. Bin ich denn hier? So, ich versuch's nochmal. Ein letztes Mal, dann mache ich's alleine und wir sehen uns dann wieder, wenn ich's geschafft habe. Ich müsste, glaube ich, zurück und eine andere Knarre holen. Eine mit Schalldämpfer. Anders wird das nix. Oder, warte mal. Oder, warte, ich setze mich da in diese Röhre. Aber ich stecke überall, man steckt überall fest. So, jetzt kommt mal. Ja, das Blöde ist, wenn sie eine Granate werfen. Das wird scheiße.
Oh Gott, es kann losgehen. Womit? Hat das jemand erwischt? Nee. Wow, der kriegt einen ins Gesicht. Und dann schießt er gleich weiter, als wäre nichts gewesen. Hast du sowas schon mal gesehen? Oh. Aber jetzt ist die Munition alle. Ja, die Munition war alle. Und ein Schuss. Ich habe natürlich jetzt viele gekillt. Die Chancen stehen gut, dass ich sie schon so weit dezimiert habe, dass der Anlauf mit Yoshi klappen könnte. Er müsste mich natürlich weit genug wegtragen. Okay, ich lasse sie hier. Schussfeld. Ah. Okay. Da ist ein Scharfschütze. Oh Gott, ein Scharfschütze auch noch. Nee, da. Völlig bescheuerte Position hat er mich abgesetzt. Ja, da war ein Scharfschütze. Nee, okay. Gut. Ich melde mich wieder, wenn ich es geschafft habe. Bis gleich. Ja, schau mal, ich bin zurück und ich habe es jetzt ganz schlau gemacht. Im Sinne von Harry, fahr den Wagen vor, bin ich mit dem Jeep hierher gefahren, habe sie angelockt und dann sind sie einer nach dem anderen hier durch. Und ich habe sie munitionssparend ins Jenseits befördern können. Haha, war das nicht schlau? Schon, gell? War vielleicht nicht ganz astrein, aber... Naja. Wo kein Kläger, da kein Rechter. Und ich glaube, es sind zwar noch ein paar am Leben, aber wir sollten jetzt zu den Akten gelangen. Zumindest. Kommt zwar darauf an, ob die... Ja. Hier. Da sind die Akten. Wo? Ich sehe sie nicht. Ah, doch. Darf ich da runter auch? Schau, er lässt mich da nicht durch. Kann ich mich gar nicht hinlegen? So, hier mit den Akten. Noch ein? Oh, nee. Das waren's schon. Zahlt sich das aus, hier noch weiter rumzustöbern? Ich glaube, offen gestanden nicht. Wow, Feldlazarett. Den Ort haben wir ja mehr oder weniger ja entdeckt. Aber das haben wir nicht entdeckt, schau. Da ist ein Lager. Das würde ich schon ganz gern entdecken. In dieser Richtung. Weil, wenn ich hier nochmal vorbei muss und das Ganze von vorne, dann kriege ich einen Tobsuchtsanfall. Ihr kennt das ja. Diamanten gibt's auch. Oh, wow, wow, wow. Ich glaube, das Camp ist viel weiter. Ah. Oh, scheiße, da steht einer. Nehmen wir mal die... Ja. Jawohl. Sicher ist sicher. Oh, scheiße, die Musik fängt schon wieder an. Bitte nicht. Ich speichere mal sicherheitshalber. Und hol mir das Wasser da drin. Und vielleicht noch Munition, falls nötig. Ja, ist nötig. Gehen wir weiter. Das Camp, ja, das ist da oben. Das ist gar nicht hier. Gut,
Dann schlage ich vor, wir gehen wieder auf demselben Wege zurück. Weil ich will wieder den Fluss nehmen. Der Fluss war mir irgendwie sympathischer. Noch einer. Verdammt. Ja, so kann es gehen. Ja, noch einer. Wenn ich jetzt das hochjage, ist das was zum Hochjagen oder nicht? Oh Gott, ich werde schon wieder abenteuerlustig. Wahrscheinlich keine gute Idee. Weil da sind nämlich zwei. Und? Ich suche ja. Oh Gott. Irgendwas ist da gespawnt. Ich glaube, die spawnen auch. Das, weil das waren doch vorher nicht so viele. Bin mir sicher. Na, ist egal, wenn ich sterbe, lade ich einfach den letzten Spielstand und gehe einfach ohne die alle auf mich aufmerksam zu machen. Macht eigentlich keinen Unterschied. Es war nur ein Versuch der Vollständigkeit halber. Wo suchen mich denn die? Ich glaube in der falschen Richtung. Ich habe sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ist da irgendwas drüben von Belang? Bin neugierig. Was ist es? Da in der Halle ist da was. Für diese Mission glaube ich nicht, aber vielleicht für eine andere. Irgendwann einmal im nächsten Leben. Ja. Gehen wir. Solange wir noch können. Und zwar darauf. Dann zurück zum Fluss. Und zu Mike's Bar. Hoffentlich komme ich mit dem Auto wieder raus. Es war ziemlich aufwendig reinzukommen. Also wird es raus wahrscheinlich auch nicht leichter. Mit Gewalt. Mit alles. Na also, raus war es leichter sogar. Oh. Ist sie weg. Und da ist der Fluss, aber da ist sicher auch Opposition. Oh, ein Schranken. Aber keine Bad Guys. Sind die da unten? Ah! Oh Scheiße, das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Bevor ich den Geschützturm schwenken konnte, hatte er mir schon eins verpasst.